dann ihr Stützrad runterstellen und dann den Wohnwagen abkuppeln. Ja. Und das Stromkabel lösen. Und das Sicherheitskabel. Und das Sicherheitskabel. Und das Sicherheitskabel. Kleiner Tipp von uns. Ziehen Sie Ihre Sicherheitsgurte gescheit fest. Wenn das Umbauaktion. Mit einfachen Handgriffen können Sie sich zusätzliche Schlafbaumöglichkeiten behelfen. Rollen Sie Ihre Kabeltrommel komplett ab, gehen Sie dann zu Ihrem Stromanschluss vom Wohnwagen und schlecken dann. Umbauaktion. Mit zusätzlichen Schlafplätzen können Sie sich im Reisemobil. Öffnen Ihren Frischwassertankdeckel. Stecken Sie Ihren Schlauch rein. Nein, was soll das? Schlecken Sie. Und die Heizung dann für die Gasausströmungen. Gasausströmungen. Wärmeausströmungen. Einer der großen angenehmen Vorteile ist es, eine Toilette dabei zu haben. Die eigene Toilette immer dabei zu haben. Die Toilette ist der angenehme Begleiter. Nein. Das habe ich ja am geilsten. Drehen Sie Ihre Gasfeilchen mit dem Uhrzeigersinn zu. Ups, falsch rum nochmal. Um Ihren Caravan richtig an Strom anzuschließen, rollen Sie Ihre Kabelbommel. Umbauaktion. Umbauaktion. Und zu guter Letzt noch die Heizung, dass Sie ein schönes, warmes, kuscheliges Reisemobil haben. Und dann noch der Beul. Drücken beide Hebel rein und fixieren die hier oben. Du Arsch. So, Sie wollen Ihre Toilette entleeren? Wie sich zusätzliche Schlafmöglichkeiten im Wohnmobil ergeben können, wenn Sie Ihre Polster einfach in den See schmeißen, drücken Sie diese nach rechts, damit der Fallschutz aufgeht. Ich weiß nicht, vielleicht noch den Deckel nach oben klappen. Ja, das weiß ja wohl jeder, oder? Ja, okay. Also. Bevor Sie die Toilette benutzen. Stefan? Sorry. Ein rotes Lämpchen zeigt Ihnen, wann Ihre Toilette gefüllt ist. So, Sie nehmen Ihre Toilettenkassette, gehen zur gekennzeichneten. Woo, Party! Umbauaktion. Mit einfachen Handgriffen können Sie sich zusätzliche Schlafmöglichkeiten in Ihrem Reisemobil schaffen. Hier zeigen wir es Ihnen, wie Sie es. Ja, nein!